Ja, das sieht natürlich cool aus mit den Natursteinen. Da müssen wir noch die Kante anheben. Hallo, liebe Rasenfreaks! Es gibt mich noch. Ja, der Rasenfreak ist noch nicht ganz untergegangen. Ja, wir waren sehr, 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 sehr beschäftigt. Und wir haben viele Neuerungen, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Und es ist ein herrlicher Herbsttag. Deswegen gehen wir erstmal auf die Rasenfläche. Ich will nämlich tatsächlich zuerst heute nochmal mähen. Ich habe einen wahnsinnigen Wurmbefall. Also so viele Würmer, so viele Wurmhaufen hatte ich noch nie. Es sind geradezu unfassbar, was wir hier für Würmer haben. Ich hatte ja nachgesät. Ich kann nicht sicher sagen, dass die Saat aufgelaufen ist. Aber er sieht insgesamt sehr schön aus. An den dünnen Stellen. Hier an den dünnen Stellen. Ja, doch, kleine Helmchen sehe ich schon. Ganz feine Helmchen. Das sind Wurmhäufchen, das ist ein ganz, ganz toller Boden. Ich meine, die Würmer graben richtig gut meinen Boden um. Und das ist einfach so. Und wenn dann hier und da mal so ein paar Helmchen totgedrückt werden, ach, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, es ist nachts schon recht kalt. Ich wässere jetzt kontinuierlich, weil wir ein unfassbares Wetter wieder haben. Unfassbar. Und ich habe schon die Befürchtung, dass die Saat, nein, hier eine kleine Poa, eine Poa-Blüte, unfassbar. Ich habe echt schon die Befürchtung, dass die Saat nicht mehr gut auflaufen wird, weil es so kalt ist. Naja, aber ich sehe ganz viele junge Helmchen. Naja, dann nehmen wir ihn mal erstmal. Nein, wir machen erstmal die Eicheln weg. Damit kriegt man auch übrigens sehr, sehr gut die Häufchen. Ein bisschen aufgenommen. Genau, schmeiß runter, Baum. Ich werde nächstes Jahr mir doch etwas überlegen müssen. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein Netz spanne hier unter dem Baum. Ein großes Netz spanne mit feinen Maschen, wo dann die Eicheln alle reinfallen und ja, in die Mitte kullern oder irgendwo hinkullern, zusammenkullern. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Das werde ich mir wahrscheinlich nähen lassen. Hier gibt es so einen Seilmacher bei uns. Vielleicht kann der mir sowas machen. Ja. Da sieht man so krass jetzt, wie schwarz vor allen Dingen hier die Fläche ist. Junge, Junge. Ich weiß nicht, ob ich mähen sollte.
So, lieber Radfix, und jetzt zeige ich euch, was wir gemacht haben. Das ist unsere neue Einfahrt. Ja, wir haben es gemacht. Einige fanden das ja sehr, sehr kritisch, die Fläche hier zu asphaltieren. Wir haben tatsächlich Asphalt auf unsere Einfahrt gelegt. Gussasphalt. Das ist eine ganz einheitliche, schwarze Fläche jetzt geworden. Das ist extrem ungewöhnlich, ich weiß, aber wir haben lange hin und her überlegt und wir fanden es gut. Natürlich hat der Gussasphalt so seine Kompromisse. Er ist zum Beispiel im Sommer, wenn es richtig heiß ist, ein bisschen weich. Dann können sich so 2-3 mm die Maschinen eindrücken. Aber das ist eigentlich auch schon der einzige große Nachteil. Es ist teilweise ein bisschen ungleichmäßig, ein bisschen rauer, auch ein bisschen wellig. Aber wir haben eine riesige, gleichmäßige Fläche und haben hier hinten endlich Platz für die Maschinen. Yeah, da steht sie schon. 60 Quadratmeter haben wir erweitert. Und die Garage haben wir gleich mit asphaltieren lassen mit einem Asphalt für Innenbereiche, der ist etwas härter. Der Asphalt für Außenbereiche ist etwas weicher, weil er ein bisschen mehr arbeiten muss. Ja, Sommer, Winter, Kälte, Wärme, damit er nicht reißt. Und ja, das ist eine verrückte Nummer gewesen. Und es war echt aufregend. Jo, soweit die neue Fläche. Ach ja, und hier, ihr seht es im Gegenlicht, hier entsteht so nach und nach die neue Rasenfläche, die sie von hinten an die so langsam runterzieht. Wir machen hier höchstwahrscheinlich ein Beet und da hinten noch ein Beet. Und hier wird der Rasen dann rumlaufen und hier kommt mein neuer Abschlag hin. Yeah! So, Freaks, das Letzte, was ich euch jetzt noch zeige, ist die neue Werkstatt, die neue Garage. Wir haben doch tatsächlich keinen Absatz mehr. Wir haben endlich einen gleichmäßigen Ausgang, eine gleichmäßige Ausfahrt aus der Garage. 27 Jahre haben wir hier ohne einen Bodenbelag gelebt. Und habe ich gedacht, wenn wir schon mal dabei sind, und dann kann ich ja gleich meine ganze Werkstatt erneuern. Ich habe alles rausgeschmissen, brutal. Und habe mir neue Werkstattmöbel gekauft, und zwar von IKEA. Boah, da fehlt noch was, bin noch nicht ganz fertig. Ich will nochmal ausführlich zeigen. Und ich habe endlich die Wirt-Lochplatten, die ich von meinem Vater geerbt habe, endlich angeschraubt. Jetzt kann ich sie endlich verwenden. Da kommt noch ein neuer Tisch für meine Drehbank. Und dann geht's wieder ab hier. Ja, lieber Rasenfix, das war's jetzt mit dem Video. Kurzer Eindruck, was hier passiert ist beim Rasenfreak. 3 Wochen haben wir praktisch keine Zeit gehabt, irgendwas anderes zu machen. Nächste Woche beginnt mein Greenkeeper-Lehrgang. Da werde ich von berichten. Und so sieht's aus. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch teilhaben an dem, was wir hier machen und tun und entschieden haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt tschüss und bis bald. Yeah! Ein wunderschöner Herbst.